Hallo Leute. Ja. Heute werden wir uns mal... Oh Gott, was für ein Pisswetter. Mal ein bisschen... Ich will eigentlich gar nicht raus. Okay, wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen mit der Bienenzucht beschäftigen. Dazu brauchen wir erstmal ein paar Sticks. Sticks? Holz? Da. Sticks. Sticks. So, und ein bisschen Wolle. Wolle? Ich hatte doch so viel. Ja, ich glaube, zwei Stück reichen erstmal. Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt mal einen kleinen Ausflug machen, mal ein bisschen durch die Gegend gondeln. So und so. Yay. Ein Scoop. Achso, unser gesamtes Equipment lädt noch momentan in der Box aus. Für die Schwierigkeitsgrad sollten wir auch wieder einstellen. Quantumhelm, Jetpack, Schwert. Schwert kommt gleich hier rein. Mehr brauchen wir nicht mitnehmen. Ich habe nicht vor, in den Untergrund zu gehen. Aber dass es jetzt gerade regnen muss. Ich will keinen Rainmaker bauen. Gut. Sind wir halt bei Regen unterwegs. Auch nicht so schlimm. Also wir müssen jetzt erstmal ein Stückchen weiter weg. In der Zeit kann hier schön, können die Farmen arbeiten und so. Und mit Blümchen möchte ich mich auch noch beschäftigen, das IC2. Also das ist auf jeden Fall noch drin. So, und jetzt suchen wir uns erstmal ein paar Bienen. Boah, dieses Loch hier. Mann. Ja, es wird bestimmt eine lustige Sache. Ich meine, eine Biene habe ich ja schon zu Hause gehabt. Ich wollte jetzt einfach mal ein paar so... Eventuell finden wir ein paar Bienenkörbe. Ein paar unterschiedliche, jetzt nicht, vielleicht nicht gerade die aus dem Dschungel, weil die sollen ja schon recht gefährlich sein und mit dem Zeug aus der Wüste können wir eventuell noch nicht mal was anfangen, weil die brauchen ja wohl spezifisch warme Regionen und bla. Also wie gesagt, wir probieren einfach mal. Ich gehe jetzt hier einfach mal Richtung Dschungel. Auf dem Weg hatten wir ja ein, zwei Bienen Stöcke gesehen. Ich habe hier auch riesige Löcher in der Landschaft. Finde ich super. Landen war doch einfach mal aus Spaß. So. Und die laden trotzdem nicht. Ah, ich hasse Chunk-Ladefehler. Wah! Da habe ich jetzt bestimmt tausende von Höhlen gesehen im Untergrund. Ist mir aber egal. Sehe ich da Bienen? Sind das welche? Das könnte Tatsache sein. Ach so, zum Thema Friendly Creeper. Ha. Also es ist auf jeden Fall... Könnte eine Biene sein. Yep, sind Bienen. Modest, okay. Also mit den Bienentypen habe ich mich auch noch so gar nicht beschäftigt. Was jetzt was ist. Ich wollte einfach mal ein paar einsammeln. Und dann nachher gucken, was man da irgendwie zusammentun kann. Die kann man ja züchten, aber wir brauchen halt auch den Wachs und so. Und wir brauchen die Honey Drops. Und das, gibt bestimmt noch eine ganz lustige Geschichte und Forestry gibt dem Ganzen ja nochmal so einen kleinen extra Kick an Erfindungsreichtum. Meine Güte, was für ein Wetter. Da hat man echt eine ganze Menge Möglichkeiten noch. Und mit Industrial Craft können wir vielleicht auch sogar ein bisschen Bier brauen oder so. Mal gucken. So. Ich wette, ich übersehe jetzt irgendwo voll die Bienenstöcke. Aber ist egal. Jetzt einfach hier den Weg so ungefähr, wie wir zum Dschungel gekommen sind. Vielleicht findet man ja was auf dem Weg. Ich werde jetzt auch nicht die ganze Zeit fliegen, weil nachher ist alles alle und ich muss zurücklaufen. Da fliege ich lieber zurück, weil ich auch noch nicht weiß, ob es denn Tag oder Nacht ist. Ein Vulkan. Hey. Los. Wird es dunkel? Nee. Sieht nur so aus. Ach, ist das schön. Muss ich langsam mal wieder an die anderen Let's Plays machen. Der Server fordert einen momentan ein Schiff. Wieso sind hier... Hä? Ach, der wird bestimmt den Vulkan erst entstehen lassen haben, weil sonst könnte hier auch kein Blatt auf dem Boden sein, ne? Und wieder ein Fehler. Schön. Finde ich super. Meine Güte, jetzt gebe ich dem schon so viel Speicher und er schafft es immer noch nicht, das vernünftig zu generieren. Unglaublich.
Aber gut, er muss ja auch ein paar Chunks am Laden halten, die ganze Zeit jetzt, wenn ich nicht da bin. So den Ölchunk und den Chunk von unserem Haus und den vom Quarry. Das ist schon, das sind sogar 6 beim Quarry, die er Minimum im Laufen halten muss. So. Ich hoffe, dass der Quarry langsam mal auf ein Level kommt, wo es sich dann auch lohnt, so diamanttechnisch. Ich brauche so viele Diamanten. Aber bin ich einfach nur zu doof, um Bienen zu finden, oder? Merkwürdig. Naja, gut. Reisen wir halt ein bisschen durch die Gegend. Ist ja auch mal ganz schön wieder. Wieder hier schön zum Dschungel. Ich hatte doch hier auch so viele Bienennester gesehen, wenn ich mich recht entsinne. So viele Stöcke. Wo sind die denn alle hin? Ein Glück haben wir eine Karte. Ansonsten könnte das echt haarig werden. Ich glaube, soweit wie wir jetzt weg sind, verläuft man sich doch recht schnell. Aber ich wollte eigentlich keine Dschungelbienen. Ich wollte erstmal so ganz normale, blöde Standardbienen haben. Na gut, ich finde ja anscheinend auch keine Dschungelbienen, von daher sollte ich mich nicht beschweren. Aber ich finde Creeper cool. So, nehmen wir das mal kurz hier raus. Komm. Das müsste im Übrigen ein Wassercreeper sein. Weil ja viele Leute zwischendurch... Also der macht das hier. Blub, Wasser. Weil ihr ja immer wissen wolltet, was die Creeper machen. Und weil ich letztens auch wieder eine Anfrage gekriegt habe, erkläre ich es mal kurz. Ich werde natürlich keinen Erdcreeper mehr explodieren lassen. Das muss nun wirklich nicht sein. Da habe ich nämlich keine Lust drauf, mich wieder aus irgendeinem Loch rauszubuddeln. Wow, 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 wow. Frame-Einbrüche. Ich hasse Regen. Hier muss doch irgendwo mal was Bieniges zu finden sein. Hier ist doch jetzt wieder ganz normales Land. Oh, mit Lava im Boden. Oh. Lad. Danke. So, gucken wir mal kurz. Wir sind jetzt hier auf normalem Boden, oder? Ja, Forest. Forest und das in der Nacht. Gut, aber vielleicht bringt die Nacht uns ja das Glück, da die Bienenstöcke ein bisschen leuchten, dass wir sowas finden. Wäre natürlich jetzt äußerst ungünstig, wenn... ich bin dafür, dass es einen Quantumhelm mit Solarzellen gäbe. Dann könnte ich wenigstens aufladen zwischendurch. So, was haben wir hier Schönes? Aha. Halbe Berge. Und keine Bienen. Und anscheinend wieder mehr. Ich lasse ihn mal kurz ein bisschen laden. Wir gucken uns hier mal um. Und vielleicht leistet uns ja gleich ein Creeper-Gesellschaft oder so. Da drüben ist übrigens wieder ein Wasser-Creeper. Irgendwie kommt es mir immer ein bisschen so vor, als ob die in Massen spawnen. Das heißt, nicht jetzt irgendwie immer 5 verschiedene, sondern 10 davon und dann erstmal nichts. Und dann wieder 10 von was anderem. Naja, ich scheine mich zu irren. Aber da ist ein Knochenspender. So. Also. Der erste hier tut uns nichts. Das ist ein Darkness Creeper. Der ist brav, der macht nur Licht aus. Tschak. So. Das hier ist ein Schneecreeper, der macht Schneeflächen. Das ist ein Skelett. Es war ein Skelett. Das ist ein Feuercreeper. So. Da haben wir noch einen Darkness Creeper. Komm mal her. Tschak. So. Sehr schön. Okay. Und das ist ein Enderman. Für den Fall, dass ihn niemand kennt. Und das da ist ein normaler Creeper oder ein umgedrehter, weiß ich jetzt nicht so genau. Sieht man leider nicht von der Seite aus. Ist ein normaler. Der kann das, was jeder Creeper kann. Explodieren. So. Ist ja schön. Jetzt hat man hier schöne kleine Creeper-Exkursion. So. Dann haben wir hier 2 Friendly Creeper. Einen umgedrehten. Der dreht einfach den Teil der Landschaft um, in dem man sich gerade befindet. Nicht so witzig. Okay, dann mal kurz hier. Ich habe jetzt ein Schwarzpulver. Sauerei.
Aber ich glaube, ein Schwarzpulver reicht nicht aus für Friendly Creeper. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr. So, ein Feuercreeper. Das sind nicht die Lava Creeper, ja, gleich zur Info. Lava Creeper sind ein Stückchen fieser. So, dann würde ich sagen, töten wir ein paar Friendly Creeper gerade. Oh, nee. Das ist doch eine gute Kombination. Wir lassen mal den Glowstone Creeper explodieren und danach den Darkness Creeper explodieren. Nee, ich lasse keinen Glowstone Creeper explodieren. Wow! Der war gerade heikel. Genau deshalb. Darum bin ich jetzt auch hochgeflogen. Diese netten blauen hier, diese lila blauen, die machen ganz fiese Explosionen. So, und der da... Okay, wir fangen jetzt mal an. Also das ist ein Friendly hier. Der da gerade versucht hochzukommen, ist ein Illusions-Creeper. Der teilt sich in fünf verschiedene Creeper auf und nur einer davon kann explodieren. Dieser hier macht Explosionen, die einen wegschleudern. Guckt. Alleine der Fallschaden danach kann einen echt schnell töten. Mann, jetzt mache ich hier echt so eine Exkursion. Ah, aber ich sehe Bienen. Nur da sind irgendwie keine. Ich so. Okay, dann nehmen wir mal der Illusionscreeper hier. Seht ihr, hat sich aufgeteilt. Da wollte mich doch glatt eine Spinne da reinschubsen. Ich glaub's ja nicht. So, tot, tot, tot. Tot, tot, tot. Und tot. So. Der macht nichts. Der will nur spielen. So, und jetzt nehmen wir uns den hier einfach mal zum Gefährten. Bleib mal hier, komm mal her. Schnucki, ja, süß. So, jetzt haben wir einen Creeper-Gefährten. Komm her. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt noch anfüttern muss. Ja, so. Der beschützt uns jetzt vor bösen Wesen. Kommt jetzt immer brav hinterher und tötet andere Monster. So, ich glaube, jetzt haben wir auch so ziemlich alle durch. Den Cookie Creeper kennt er ja nur inzwischen schon. Da stehe ich ja drauf. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Den Lava Creeper im Dings hier im Nether kennt man ja nur auch inzwischen. Hier ist noch ein Erd Creeper und haufenweise Gravity Creeper heißen die, glaube ich. So, und hier ist ein Skelett und hier. Wow. Also, wie ihr gerade gesehen habt, der Creeper fängt an zu explodieren, sobald wir irgendwie angegriffen werden. Das ist eine ganz nette Sache. Boah, gibt es nur in diesem Oh, da brennt. Gibt es nur in der Wüste hier irgendwie Bienen? Ich will nicht nur Wüstenviecher haben. So, kurz hier, ja, kurz mal ins Inventar gucken. Das sind alles hier Modest. Also ihr seht hier Prinzessin, Drohnen, Prinzessin und dann können daraus noch Königinnen entstehen. So, wie weit sieht es mit unserem Jetpack eigentlich aus? Ach du Scheiße. Okay, also wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ansonsten kriegen wir ein Problem. Ich habe auch keine Möglichkeit gerade zu laden. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Oh, ein Zombie. Tja. Greif mal hier den Zombie an. Kannst du den irgendwie angreifen? Ist das cool? Du kannst aufhören. Der ist tot. Ist okay. Ja, ist ja gut. Komm hier. Futter. Bleib mal ruhig. Oh. So. Ach ja, ich sollte ja nicht so viel durch die Gegend fliegen, genau. Wie sieht's eigentlich mit dem Mond aus? Tschüss. Tschüss. Hörst du auch mal wieder auf? Ich meine, ist ja schön, dass du mich beschützen willst, aber hier ist gerade nichts zum Töten. Komm, hör auf. Oh. Und das ist genau der Grund, warum ich diese Viecher nicht mag. Den mir wahrscheinlich noch bald demnächst wieder vom Hals schaffen werde.
Ich sollte vielleicht nicht allzu weit von zu Hause weg. Auch, das da ist ein Blitzcreeper. Der lässt einfach einen Blitz einschlagen. Der Vorteil, beziehungsweise der Nachteil von den Blitzcreepern ist ja eigentlich, wenn die jetzt einen Blitz in den Creeper, der in der Gegend ist, einschlagen lassen, hat man ein Problem. So, komm mal her, Junge. Mach mal einen Blitz. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So. Okay. Ich habe irgendwie ein bisschen Panik mit diesem blöden Creeper hier in der Nähe. Aber wenigstens wird es jetzt wieder Tag. Das heißt, wir können jetzt hier langsam nochmal ein paar Bienenstöcke finden. Ist ja auch nicht so, dass wir schon Ewigkeiten unterwegs wären. Ja, natürlich. Boah, boah, hast du mich erschrocken. Boah. So, hier ist ein Vulkan. Und zwar ein riesengroßer. Hier ringsum ist wieder nur Wüste. Oh, Mann. Okay, wenn wir jetzt einfach auf dem Weg hier mal nach Hause gehen. Da wird ein Stückchen noch in die Richtung. Oh, da drüben ist noch grün. Vielleicht finden wir da noch was. Ja, wie gesagt, also von den Friendly Creepern braucht man eigentlich keine Angst zu haben. Die können allerdings ein bisschen nervig sein, wenn sie einem selber gehören. Und wenn ich den jetzt schlagen würde, würde er auch dauerhaft versuchen zu explodieren. Der schadet einem übrigens dann nur, wenn man ihn selbst geschlagen hat. Ansonsten tut er einem nichts. Egal, wie sehr er explodiert. Kühe! Und immer noch keine anderen Bienen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hätte mir vielleicht Batterien mitnehmen sollen oder so. Also langsam nervt mich das ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kannst du das mal laden hier? Wow. Was ist das? Oh mein Gott. Okay. Also hier scheint definitiv noch ein etwas größerer Minenschacht vorhanden zu sein. Aber das hat keiner gesehen jetzt. Nee, nee. So, freundlicher Creeper, alles toll. Komm her. Und ein Dorf. Ein Dorf. Beziehungsweise ein Haus. Jetzt mal ohne Flachs, ich habe es nicht vorher erkundet. Also ich bin hier jetzt wirklich durch Zufall. Aber das scheint kein richtiges Dorf zu sein. Es scheint wirklich nur... Okay, zwei Häuser. Es scheinen nur zwei Häuser zu sein. So. Hallo! Ich bin's. Ich habe einen Creeper mitgebracht. Dürfen wir ihn reinlassen? Na, ich lasse ihn lieber draußen. Hier ist auch nichts drin. Das sind zwei Häuser. Das ist ja auch äußerst cool. Und ein Brunnen. Und natürlich Bienen. Ich will aber keine Modest mehr. Die vertragen die Temperaturen nämlich bei mir eigentlich gar nicht. So, oh Gott, wir sind schon tausenden. Nee, wir sind keine Ahnung, wie weit von zu Hause weg. Und, hier nochmal ein schöner Blick auf was auch immer das darstellen soll. Sind da Kisten? Bestimmt. Nee, ich will jetzt nicht darunter. Verstehen tue ich es trotzdem nicht, dass der hier so einen Affen macht. Und das war's mit unserem Jetpack. Scheiße. Entschuldigung. Das ist ja ätzend. Passt mir gerade gar nicht. Komplettes Jetpack verballert und... Jetzt müssen wir nach Hause laufen. Das heißt, der Weg könnte sehr tödlich enden. Und ich würde ja doch schon ganz gerne die ein oder andere Biene noch finden. Und es hier nicht völlig umsonst gemacht haben. Wollen wir noch Blumen mitnehmen? Na. Tja, vielleicht generiert mein Forestry ja nur Wald, nur Wüstenbienen und keine Wald- und Wiesenbienen. Ach ja. Schön wäre ja gewesen, wenn das Dorf eine Schmiede gehabt hätte und so eine Kiste mit 600 Diamanten. Super. Wäre ein Traum. Okay, also wir müssen in die Richtung.
Ach, ist das toll. Jetzt müssen wir durch den blöden Dschungel laufen. Oh. Bist du eigentlich doof? Bist du gerade ernsthaft gegen... Oh, Mann. Also, die Schlausten sind Creeper auf jeden Fall nicht. Das ist definitiv und hundertprozentig sicher. Und wir haben schon wieder Löcher in der Landschaft und ich krieg echt eine Krise damit. Zum Glück sieht man wenigstens die Kreaturen. Ja, nee, hier sind keine Höhlensysteme unten drunter oder so. Nee. Lach doch mal! Also irgendwie... Ich weiß ja auch nicht. Wow. Einmal durch den Dschungel, bitte. Vielleicht haben wir Glück und irgendwo ist ein Dschungelbienen. Ich wollte zwar eigentlich keine Dschungelviecher haben, aber gut. Es wäre zumindest besser als nur diese blöden Wüstenbienen. Es muss doch hier irgendwo... Ja, spring auf meinen Stein. Muss doch hier irgendwo mal ein Bienchen geben oder so. Wir schlagen uns jetzt seit 20 Jahren durch den Dschungel. Wir sehen nie etwas anderes. Du stehst da äußerst ungünstig. Wir sehen nie etwas anderes außer Schweinen und Dschungelbäumen und, was soll das darstellen hier? Ist der genau an der Grenze oder was? Und es ist absolut nervig geworden. Mit der Zeit können wir uns nicht einmal mehr daran erinnern, wie unser Zuhause aussah. Und finden ständig eine Höhle. Und es fängt natürlich direkt wieder an. Oh Gott! Du sollst nicht schubsen, du blödes Vieh! Ja, genau. Flieg einfach runter so. Tschack, tschack, tschack. Hier durch und komm, wir machen jetzt mal hier. Und mit Spaten nehmen. Hier, irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen. Das ist ja unglaublich. Ich hätte gerne bitte mal ein paar Bienen. Warum hat dieser blöde Helm keine Solarfunktion? Verdammt. Und warum habe ich keinen Solarhelm mit? Verdammt. Und warum habe ich keinen Solarhelm gemacht? Ach. So. Aber wir kommen wieder in einen normalen Wald. Das ist doch schon mal super. Wenn jetzt hier auch noch Bienchen wären. Hundis. Ich habe zwei Knochen. Wollen wir es versuchen? Dann haben wir nicht nur einen Creeper-Begleiter, sondern auch gleichzeitig noch einen Hund. Guck mal hier. Hier, guck mal hier. Oh. Schade. Naja, denn nicht. Bienen. Ich habe bestimmt schon 1000 Stück übersehen oder so. Got Bee? Yeah. I got Bee. Das ist aber auch doof zu erkennen, diese Bienendinger. Ich muss ja nochmal an dem Swagspack arbeiten. Das geht ja gar nicht. So, und über den Baum. Au, Knochen gebrochen. Und noch mehr Hundis. So. Ich hätte gern noch mehr Bienen. Jetzt muss ich in den Bäumen echt mal gucken. Nicht, dass ich das wirklich schon haufenweise davon übersehen habe. Aber eigentlich leuchten die immer so leicht. Ja gut, aber zwei normale, wenn da jetzt eine Drohne bei ist. Ja, da sind Prinzessinnen bei. Sehr schön. Ich meine ja auch Prinzessinnen. Ninninninninninnin. Lalala. Naja, wenigstens konnte ich euch die Creeper erklären. Was hier immer alles an Höhlen durch die Gegend gondelt, ist unglaublich. Ja. Schweine. So. So, als ob hier nichts passieren könnte, renne ich hier mit meinem Fangnetz durch die Gegend. Und mein Creeper portet sich. Das ist ja auch ein geiler Übergang. Normaler Wald. Eisbiom. Wüste. Und Eisbiom danach. Oh.
Hier sollte man nicht schwimmen gehen, ist bestimmt kalt. So. Trotz allem haben wir immer noch nicht mehr Bienen. Aber wenigstens geht's langsam Richtung... Ja, es ist klar. Hier genau auf dieser blöden Biomgrenze muss natürlich direkt noch so ein Wüstenbienen-Ding spawnen. See the world, I said. Oh, es sind Valiant. Okay, ich muss mich also mit den Dingern auf jeden Fall noch auseinandersetzen. Und wir brauchen auch einen Bialyser, damit wir unsere Bi erlösen können. Oder ein Dialyser für alle Leute, die wieder zu lange feiern waren und ein bisschen zu viel getrunken haben. Okay? Da war schon mal nichts. Außer mal wieder eine Höhle. So, gucken wir auf die Zeit. Hoch, 25 Minuten. Mensch, super. Zumindest vergeht Zeit. Naja, ist ja irgendwie fast immer so, oder? Zeit vergeht immer schneller, wenn man es gerade nicht braucht. Und wenn man wartet, dann sitzt man Ewigkeiten rum und es passiert gar nichts. Ich erinnere mich da noch an meine Schule. Ach, ich freue mich schon auf meine Studienzeit, aber ich erinnere mich da noch an meine Schulzeit. So eine Dreiviertelstunde war total lang. Ich fand aber in der Berufsschule später, waren die 90 Minuten total kurz. Naja. Oh Gott. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr jetzt auch noch Höhlen in Teichen baut, oder? Haben wir hier was? Hallo? Hallo? So. Haben wir nichts, aber Höhlensounds haben wir. Komm, hoch. Schnell. Ich will nicht. Achso, ich kann ja nicht ersticken. Okay, hätte ich mir gar nicht so viele Gedanken machen brauchen. Ich kann nicht ersticken dank meines Helms. Und ich möchte jetzt auch keine Kohle mitnehmen, auch wenn wir daraus Diamanten machen können. Da bin ich mir durchaus drüber im Klaren, für den Fall, dass irgendwer das in die Kommentare schreiben möchte. Ich weiß es. Yippie-ai-yay. Achso, zum Server. Falls irgendwer das guckt hier und ich ihn noch nicht auf meinem Server gewhitelist-edited hab, einfach nochmal schreiben. Ich hatte so viele Mails, dass es durchaus sein kann, dass ich irgendwas übersehen habe. Und es wird dunkel und wir sind im Dschungel und mir gefällt das gar nicht. Aber so ein schönes kleines Dschungelnestchen wäre natürlich auch noch total cool. Oh. Ja, wie geil ist das denn? Schalala. Ich habe eine Idee. So, Leute. Hallo? Oh, ich bin zu weit gegangen. Ich gehe immer zu weit. So. Wir brauchen eine Crafting Table. Und ich glaube, ich habe kein normales Holz, was natürlich echt wieder ätzend ist. Aber das kriegen wir schnell gebacken. Hier, komm. Tschap. Okay. Wunderbar. Tuck, tuck. So. Eine Crafting Table. Sehr schön. Okay. Und ein paar Stickies. Sehr schön. Und dann... Jetzt können wir endlich mal was machen hier. Das ist schön. Hier ist nirgendwo. Hallo? Boah. Meine Güte, erschreck mich doch nicht so, Junge. So. Ich habe so einen Schiss, dass hier jetzt im Hintergrund irgendwas auftaucht, was uns in die Luft jagt. Leitern. Ich weiß nicht, ob 15. Ja, ja, du sollst nicht schubsen, Mann. So. Okay. Dann. Chuck, chuck, chuck. Okay. 1, 3. Hoch. Rauf. Auf die Leiter und weiter hoch. Ist ja sowieso nachts. Wir sollten eh nicht durch die Gegend hotten. Von daher passt das ganz gut. Chuck. Hep. 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 Oh. Falsch. Geh wieder ab, geh wieder ab. Geh wieder ab. Sehr schön. So. Und höher. 1, 2, 3. Wie hoch muss ich jetzt gehen? 2 brauchen wir. So, und hepp. Da warten jetzt bestimmt gleich schon ganz viele Monster unten auf mich. Okay, und 2 übrig lassen. Ich weiß, ihr seht gerade wahrscheinlich gar nichts. Keine Panik, mir geht's genauso. Aber gleich wird Licht am Ende des Tunnels kommen, verspreche ich euch.
Oder ein Baum am Ende des Tunnels. Kann auch sein. Kommt häufig vor, habe ich gehört. Ich habe keine Leiter mehr. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal... Ja, das passt soweit. So. So, 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 so. Okay. Wir scheinen schon auf jeden Fall im richtigen Bereich zu sein. Okay. Ach, ist das toll. Das ist ja fast wie ein Neuanfang. Neuanfang mit einem tollen Helm. Ich baue mir jetzt für die Übernachtung hier eine kleine Hütte. Und ihr dürft live dabei sein. Ist das nicht toll? Wahrscheinlich denken alle, oh Mann, ist der doof. So. Ja, cool. So, hier oben dürfte theoretisch auch nichts spawnen. Dementsprechend mache ich mir jetzt auch nicht so viele Gedanken. Und ja, die wird natürlich 3 hoch. Das ist jetzt nur erstmal, um die Größen nach zu allen Seiten abzuschätzen. Ich sollte vielleicht nicht meine Axt kaputt machen. Nämlich keine Materialien bei. Die Blätter hauen wir jetzt einfach mal mit der Hand ab. So wie sie statt gehört. So und so. Ich hab dich gesehen. So. Das wird unser Baumhaus. Yeah. Das ist ein Spontanprojekt. Das war jetzt echt Zufall, dass ich so ein Ding gefunden habe. So. 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 Komm, ich mach dich mit einer Biene kaputt. Wow. Ey. Du willst mich doch ärgern. So. Wir scheinen direkt so ein paar andere Bäume mit anzugreifen. Habe ich keinen Platz mehr im Inventar? Gott. Okay, wir machen uns einen Bienenrucksack. Da, wo die Eimer drin sind, können auch die Bienen rein. So und so. Oh, wieder Platz. Zack, aufheben. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie groß ich das ganze Ding hier einfach mal mache. Ich mache es erstmal so groß, wie die Nacht lang ist. Ne? Ein bisschen die Zeit überbrücken und ihr steht ja auf lange Folgen. Sonst hätte ich jetzt einfach mal eine Unterbrechung gemacht und dann morgen direkt weiter, aber... Nee. So. Okay. Dann gehen wir hier noch weiter. Ah, oh, es ist toll. Das ist fast wie in einer Höhle aus Holz. So. Dann mache ich dir hier mal ein bisschen mehr Kopffreiheit, ja? Wie wäre es eigentlich mal, wenn du da aus dem Blatt rauskommst? Danke. Genau, geh da oben rauf. Tschüss. So, so, so. So, so und so. Du nervst, Junge. Du nervst. So. Tausch mal gleich den Boden auch aus. Das ist ja auch alles kein Problem. So. Und hier noch ein paar Holz. Da noch ein paar Holz. Und hier ist eine Treppe. Zumindest sieht es so aus wie eine. So. Okay. So, so. Tschuck, 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 tschuck. Ich werde natürlich später den Holz noch aus dem anderen machen. Den Boden noch aus. Ja, den Holz noch aus einem anderen Boden machen. Genau. Ja. Wie viel habe ich noch? 27. Das sollte passen. Ich glaube, ich gebe es hier einfach. Tschuck, 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 tschuck. So. Hier ist unsere Leiter nach unten. Da steht bestimmt schon jemand und wartet auf uns. Nee. So. Haben wir noch ein schönes kleines. Gott. Das kann ich eigentlich gar nicht machen. Das ist ja hier so weit in die Richtung. Na, müssen wir noch ein Stückchen in die Richtung hier bauen. So ein ganz kleines Stückchen, ne? Wahrscheinlich müssen wir dann hier wieder über den... Geh weg!
über den Untergrund. Wie weit habe ich denn hier? 2, 4, 6. Und hier habe ich bis jetzt 3, 4. Ich werde es einfach mal kurz abchecken, wie weit ich hier muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also so weit müsste ich hier theoretisch. Das sollte machbar sein. Ich weiß noch nicht so ganz, was hier rein soll. Vielleicht ist es einfach nur so eine kleine Dschungelbasis. Ich weiß gar nicht, wie weit wir von zu Hause weg sind gerade. Home, 1000 Meter. Also einen guten Kilometer von zu Hause weg. So. Perfekt. So, dann ziehen wir hier schon mal wieder eine Linie rein. Sehr schön. Wo war ich stehen geblieben? Ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch stehen geblieben bin. Ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke und die Sonne scheint auch langsam, na, der Mond geht unter. Ich glaube, wir machen morgen einfach an der Stelle weiter. Also, ich wünsche euch viel Spaß und bis morgen.